Hunderte Klaviermusikliebhaber genossen das Konzert mit dem russischen Pianisten Wladimir Mogilewski bei den 8. Piano Nights in Wettelrode Ende August 2023. Doch bei dieser Veranstaltung geht es längst nicht nur um Klaviermusik. Und das soll auch bei Ausgabe 9 in diesem Jahr so sein, wie uns Mitveranstalter Steffen Jesche verriet. Also, liebe Zuschauer von Punktum, wir freuen uns dieses Jahr wieder ganz besonders auf die 9. Auflage von den Piano Nights in Wettelrode. Sie wird stattfinden am 17.08. Einlass wie immer 17.30 Uhr, Beginn des Konzerts 18.30 Uhr. Und dieses Jahr hatten wir ganz kurz zu kämpfen mit der Besetzung. Wir hatten schon vor 2 Jahren gewonnen eine japanische Pianistin, die leider aus persönlichen Gründen absagen musste. Wir haben aber einen Ersatz gefunden, der mindestens genauso gut ist wie die angekündigte Mikiko Motoike. Es wird sein Wassily Gwozdetsky. Er ist Dozent für Klavier an der Universität in Halle, hat bei dem berühmten Professor Köhler sein Konzertexamen gemacht vor einigen Jahren und er freut sich schon wahnsinnig auf unser schönes Open-Air-Konzert in Wettelrode. Wie sieht es mit dem Rahmenprogramm aus? Ein Rahmenprogramm steht zum einen so wie im letzten Jahr mit sehr viel kulinarischen Genüssen. Wir haben wieder eine Cocktailbar, wir haben Whisky-Verkostung. Die Besucher werden mit einem Glas Sekt empfangen. Es gibt sehr, sehr viel zu essen an 2 Ständen. Gutes Essen, gutes Trinken an einem Getränkewagen. Tja, und dann gibt es natürlich einige Sachen wieder mit unserem Piano Night Logo zu erwerben. Wer noch keine Kulis, Decken und Mützen und so weiter hat, kann das an dem Abend dann natürlich machen. Wir werden auch außerdem Karten verkaufen für das Kirchenkonzert im nächsten Jahr in Wettelrode. Da wird Kalter Kaffee zu Gast sein. Und natürlich auch Karten für die 10. Piano Night, die ein ganz besonderes Datum natürlich trägt mit der 10. Auflage. Wir werden eine größere Bühne haben, wir werden 2 Pianisten an 2 Flügeln begrüßen dürfen und werden ein Rahmenprogramm schon ab 17 Uhr auf dem gesamten Gelände haben. Verraten sei vielleicht schon eins, es wird kein Chor etwas zum Besten geben und noch viele Überraschungen oder andere Überraschungen werden noch folgen. Übrigens werden wie in jedem Jahr an diesem Abend auch Spenden gesammelt. Diesmal für eine Mitfahrbank, die aufgestellt in Wettelrode Leute, die nicht mobil sind, unterstützen soll.